Hallo meine Lieben, in diesem Video werden wir uns mit dem Fenster Polynomfunktionen auseinandersetzen. Was du dabei schon wissen solltest, ist, wie der Graph einer linearen, einer quadratischen oder einer kubischen Funktion aussieht und was eine Nullstelle ist. Am Ende dieses Videos solltest du dann wissen, was eine Polynomfunktion ist, was der Grad einer Polynomfunktion ist und wie viele Nullstellen eine Polynomfunktion von Grad n maximal haben kann. Fangen wir an. Hier gleich eine Aufgabe für dich. Wir haben eine lineare, eine quadratische und eine kubische Funktion gegeben. Und du sollst jetzt herausfinden, wie viele Nullstellen diese Funktionen minimal und maximal haben können. Pausiere dafür bitte das Video. Okay, fangen wir an. Um uns das etwas besser zu veranschaulichen, werde ich hier jetzt GeoGebra verwenden. Wir haben hier also eine lineare Funktion mit der Funktionsgleichung f von x ist gleich a1 mal x plus a0 gegeben. Wenn wir jetzt diesen Graphen, diese Funktion, entlang der y-Achse verschieben, indem wir a0 verändern, dann sehen wir, hat sie immer noch genau einen Nullpunkt. Und wenn wir jetzt auch die Steigung verändern, dann sehen wir, auch da verändert sich die Anzahl der Nullpunkte nicht. Das heißt, wir wissen jetzt, eine lineare Funktion hat mindestens einen Nullpunkt und maximal einen Nullpunkt. Also immer genau eine Nullstelle. Zurück beim Arbeitsblatt können wir jetzt schreiben, eine lineare Funktion hat mindestens eine Nullstelle und maximal eine Nullstelle. Also genau immer eine Nullstelle. Schauen wir uns das jetzt an, wie es für eine quadratische Funktion aussieht. Wir haben hier jetzt eine quadratische Funktion gegeben mit der Funktionsgleichung f von x ist gleich a2 mal x² plus a1 mal x plus a0. Und wir sehen, wir haben keine Nullstelle. Wenn wir jetzt diese Funktion entlang der y-Achse verschieben, dann sehen wir, ab einem gewissen Punkt hat sie genau eine Nullstelle. Wenn wir jetzt die Parabel weiter nach unten verschieben, dann sehen wir, erhalten wir zwei Nullstellen. Und es bleibt doch bei 2. Das heißt, wir haben minimal 0 Nullstellen und maximal 2 Nullstellen. Das heißt, im Arbeitsblatt können wir jetzt eintragen, eine quadratische Funktion hat mindestens 0 Nullstellen und maximal 2 Nullstellen. Schauen wir uns jetzt an, wie es bei der kubischen Funktion aussieht. Wir haben hier jetzt eine kubische Funktion gegeben mit der Funktionsgleichung f von x ist gleich a3 mal x hoch 3 plus a2 mal x zum Quadrat plus a1 mal x plus a0. Und wir sehen, wir haben hier schon eine Nullstelle. Verschieben wir jetzt die Funktion weiter nach unten, dann sehen wir, bleibt die Nullstelle immer noch. Verschieben wir es jetzt nach oben, dann haben wir einen gewissen Punkt, genau zwei Nullstellen und danach drei. Verschieben wir sie weiter nach oben, haben wir wieder ab einem gewissen Punkt zwei Nullstellen. Und danach wieder nur noch eine. Das heißt, eine kubische Funktion hat mindestens eine Nullstelle und maximal drei. Zurück zum Arbeitsblatt können wir uns jetzt notieren, eine kubische Funktion hat mindestens eine Nullstelle und maximal drei. Diese drei Funktionen haben etwas gemeinsam. Und zwar haben sie alle eine ähnliche Form. Und wir können verallgemeinern und sagen, jede Funktion, die eine Funktionsgleichung der Form f von x ist gleich an mal x hoch n plus an minus 1 mal x hoch n minus 1 plus Punkt 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 plus a2 mal x Quadrat plus a1 mal x plus a0 hat, eine solche Funktion nennt man eine Polynomfunktion. Dabei ist der größte auftretende Exponent n, der hier, diesen nennt man den Grad der Polynomfunktion. Und die Zahl, die vor dem größten Exponenten steht, an, und zwar die hier, der heißt führende Koeffizient. Und der bestimmt auch, wie sich die Funktion im Unendlichen verhaltet. Hier rechts unten sehen wir den Graphen einer Polynomfunktion fünften Grades. Und wir sehen, sie hat fünf Nullstellen. Und da kommen wir auch gleich zum Fundamentalsatz der Algebra. Der besagt nämlich, dass jede Polynomfunktion vom Grad n mit n größer gleich 1 allerhöchstens n reelle Nullstellen hat. Das bedeutet, eine quadratische Funktion kann nie mehr als zwei Nullstellen haben. Eine kubische nie mehr als drei. Eine Polynomfunktion von Grad 8 kann auch nie mehr als acht Nullstellen haben.
Damit sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, dass ihr viel mitnehmen könnt. Bis zum nächsten Mal.